Willkommen zurück zu einer neuen Folge Brothers, A Tale of Two Sons. Wir sind hier auf der Suche nach dem unsichtbaren Schneeriesen, der in der letzten Folge auf einmal aufgetaucht ist und weiß ich ja nicht, wo er hingegangen ist. Wir haben ihn nicht gesehen, wir haben nur seine Fußspuren gesehen und wir sind wieder mal der Frau hinterher, die uns die ganze Zeit schon in die richtige... Oh, wir müssen schnell hier hinter und die Figuren nachmachen. Sieht er uns jetzt nicht? Der Schneeriese. Jetzt aber schnell. Oh. Ich sage jetzt aber schnell und bleibe erstmal ganz schäbig überall hängen. Der hat ganz schön große Füße. Was macht die denn da? Die macht wieder der Klettermax. Wir müssen wieder hier lang, oder was? Ach, die die ist ganz schön nett zu uns, muss ich echt sagen. Nein, wir haben sie auch gerettet. Da kannst du das ruhig mal machen hier. Die Aussicht ist sensationell. Das ganze Spiel ist wirklich schön gemacht. Muss ich mal echt sagen. Klasse. Von der Optik her, von der Musik her, von der Story her, von der Atmosphäre her. Oh, von den Rätseln her. Oh oh. Ups. Da hat's knack gemacht und weg war er. Der arme Junge. Da war ich nicht schnell genug. Ich muss ja auch mit dem Großen hinter den Großen und mit dem Kleinen hinter den Kleinen. Alles ist ja doof sonst. So, jetzt wird ein Schuh draus, Leute. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der steht auf Menschen am Stiel. Eismenschen am Stiel. Ja. Ich will nicht wissen. Ich hoffe einfach mal, dass das nur Skulpturen sind und keine richtigen Menschen, aber die Hoffnung habe ich, glaube ich, aufgegeben bei dem Spiel hier. Da habe ich schon wirklich schon alles gesehen. Oh oh. Ich glaube, da hat sie bis mitbekommen, dass wir uns versteckt haben vorm. Was denn jetzt? Hä? Hey. Ich kann aber doch gar nicht schneller laufen, oder? Muss ich vielleicht die Aktionstaste drücken? Ich bin jetzt einfach nur gelaufen. Wir werden es einfach mal ausprobieren, Leute. Irgendwie müssen wir dem ja entkommen, den Schneeriesen, dem alten Schlawiner. Da müssen wir schon wieder darin steigen. Ja, Mutti, komm ja schon. Ich denke, die hätten danach einfach nochmal einen Speichersprung machen können, nachdem das Haus abgerissen ist und wir ein bisschen weglaufen. Dann müssen wir das nicht alles nochmal machen hier. So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht schneller kommen. Naja, hä? Ich check's einfach nicht. Leute, ich check's nicht. Ich kann doch hier gar nichts machen. Ich kann hier weder rennen noch irgendwas anderes. Ich bin doch einfach nur ganz normal gelaufen. Vielleicht muss ich mit dem einen links rennen und einem rechts lang laufen. Geiger? Ja, Geiger. Ich bin auch gleich Geiger. Ja, wir werden es einfach mal ausprobieren. Das kriegen wir schon hin. Das wäre doch gelacht. So, wenn ihr irgendwann mal ein Haus abreißen wollt, müsst ihr einfach den unsichtbaren Schneemenschen Bescheid geben. Guckt mal hier. Der packt sich das Haus einfach und raucht das einfach mal in der Pfeife ganz lässig. Ich laufe einfach mal geradeaus mit beiden. So, das hat es wahrscheinlich schon eher gebracht. Ich durfte also nicht mit dem da unten langlaufen, warum weiß ich auch nicht.
Badi. Oh la la. Alila. Okay. Hayita. Epa. Jetzt ist sie natürlich die Frage, wo hat die Mutti mich jetzt gerade hingezerrt? Wo kommen wir jetzt gerade her und warum hat sie mir noch einen Küsse gegeben? Ich will nicht wissen, was die jetzt hier gemacht haben, wenn der Kleine da in der Lebe saß wahrscheinlich. Aber ich denke einfach mal, die haben nichts gemacht. Sie sind einfach nur weitergegangen hier. Aber es ist auch schön, dass sie sich verliebt hat. Oh, guck mal hier, das, wie gut das aussieht da hinten. Und ach, das Spiel ist einfach klasse. Sensationell. Aber wie ich es schon noch sagen wollte, Leute, wenn ihr mal ein Haus abreißen wollt, der unsichtbare Riesenmensch ist leider tot. Der, denke ich mal, weil der ist der lange Weg runtergekloppt eben gerade. Also müsst ihr das Haus alleine abreißen. Das tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Ich folge jetzt mal hier dem Schneckchen, weil der Junge ist nämlich ganz scharf auf sie. Deswegen ist er jetzt alles ganz viel wild hinterher. Guck mal hier. Und der Kleine, der fünfte Rad am Wagen, der macht als der doppelt als wie. Nee, die hat's aber auch drauf hier, die ist der Vorgänger von Lara Croft, glaube ich. Naja. Tia Lila, da hon. Da. Na, Tia Ma. Ila naja. Ila. Na, Tama. Mabadi, hier. Ah. Hättest du da lieber mal auf den Kleine gehört? Nee, aber der will der Mutti imponieren, deswegen geht er die Richtung. Ich wäre auch lieber in die andere Richtung gegangen, ne, in so ein schmales Kapüffchen hier. Nee, aber die Mutti sagt hier, da müsst ihr lang. Und was macht der Junge natürlich? Da gehe ich auch natürlich da lang, weil ich stehe auf die Mutti. Ich will ja nicht ganz böse imponieren. Aber ich muss schon sagen, ist auch geil gemacht hier. Irgendwie, es hat irgendwas. Oder die Leute da oder die Eiskulpturen, je nachdem was es ist. Ist schon geil. Und hier sind lauter Spinnweben, das ist natürlich nicht so geil. Ich weiß, was das heißt. Was ist denn jetzt los mit der da? Ja. Ja, jetzt hoffe ich mal umso weniger, dass der Junge eben miteinander rumgemacht hat. Ich zappe jetzt mal ein bisschen hoch auf der Hoffnung, dass es was bringt. Und jetzt weiß ich auch, warum die opfern wollten, weil das nämlich der modsmäßige Spinnentuse ist. Ich glaube, ich spinne auch gleich. Jetzt hat sonst direkt mal ein bisschen wie die Spinne aus Herr der Ringe mal aufgespießt mit dem Ärmchen. Wie hieß die denn von Herr der Ringe? Wisst ihr das noch, Leute? Ich muss mich mal ganz schnell bewegen, ja, auf der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Vielleicht habe ich mich eben nicht schnell genug bewegt. Vielleicht muss ich mich auch... Ja, ist klar. Ich muss mich in dieselbe Richtung bewegen. Ja, jetzt hat sie verloren, die Mutti. Jetzt hängt denn zwar aus dem Hinterteil raus. Oh, jetzt kommt sie auch noch angekrabbelt. Weg da, lass meinen Bruder in Ruhe. Spinnst wohl. Und jetzt? Jawohl. Erstmal das Bein rausgerissen. Genauso hätte ich es auch gemacht. Aber mit dem muss ich die jetzt als umkugeln. Und mit dem anderen muss ich als die Beine rausreißen. Ne? Autsch. Weg da. Hau ab.
Also eine hartnäckig ist das. Jetzt kriegt er erst noch das andere Bein rausgerissen. Meinst du noch sechs oder was ist hier los? Ne, vier nur noch. Autsch. Einmal gegen Kopf gemädert. Ne, doch sechs. Da muss ich jetzt ins Himmel dran wahrscheinlich. Ne. Hä? Ich check's nicht. Ja, ich muss einfach nur mit aller Gewalt wahrscheinlich hier drauf gerben. So. Und jetzt? So, jetzt ist sie ganz traurig. Jetzt rolle ich hier nochmal ein paar Mal vom Bläser oder was? Oder hat es jetzt keinen Sinn mehr, dass ich jetzt hier einen abrolle? Doch. Natürlich. So, jetzt schickt's aber wohl. Oder ist das hier wie bei der Ritter der Kokosnuss? Muss erst alle Körperteile abmüssen, bevor er nichts mehr macht. Ups. Aber die zwei sind das ja gewohnt hier. Was sie schon alles gemacht haben. Leute zerstückelt. Mit Pfeile beschossen. Das sind zwei ganz harte hier. Wenn die nicht schon jemand geholfen hätten. Oh. Die sollen jetzt keinen Blödsinn machen hier. Der ist jetzt doch schwer verletzt. Der muss doch das Heilmittel zusammen mit seinem Bruder finden. Für den Papa. Der soll jetzt nicht auch noch krank sein, oder was? Ach, der liebes bisschen Scheiße. Naja. Ist genauso wie bei Herr der Ringe. Da wurde ja auch, der Frodo wurde ja auch erstochen von dem Stachel. Aber der hat es natürlich auch noch überlebt. Dank Samwise Gamgee. Komm, Bruderherz, ich führe dich. Wärst du ein Mädchen nicht hinterhergegangen, einem Spinnenmädchen? Selbst schuld, Knallkopf. Muss ich jetzt hier alleine die Pflanze oder was? Ich weiß ja gar nicht, was jetzt hier das Ziel ist. Ich bin ja als Lawals, dass wir hier Gegenmittel finden müssen, was ja wahrscheinlich auch der Fall ist. Aber jetzt hat er mir einen Beutel gegeben. Muss ich jetzt was pflanzen hier oder was? Oder muss ich jemand bezahlen für das? Aber der Riesenbaum sieht mal aus, als ob ich irgendwas pflanzen müsste. Wollen wir uns einfach mal überraschen lassen, was hier passiert.
Sieht auf jeden Fall auch geil aus hier. Echt. Wirklich schönes Spiel, muss ich echt sagen. Es war jetzt nicht so die Hammergrafik, kein AAA-Titel, aber sensationell trotzdem. Muss ich also wirklich eins meiner Top-Download-Spiele, die es so überhaupt gibt. Wirklich schön. Doch, das macht richtig Spaß. Ich freue mich auch, dass ich das Let's Play hier mache. Und bin mal gespannt. Hoffentlich geht es meinem Bruder nachher wieder ein bisschen besser. Jetzt muss ich dem Papa geht schlecht. Die Mama habe ich verloren. Dem Bruder, den geht es jetzt schlecht. Was ist denn so als nächstes dran? Ich bin hier ein ganz schön armer Jung. Muss ich jetzt nach oben oder ohne klettern? Das ist meine Frage. Ich kletter einfach mal nach oben. Sieht mir doch richtig aus. Hier ist ein Nest installiert. Gehen wir einfach mal hier weiter. Das sieht mir doch nach dem Ziel aus. Immer aufs Licht zu laufen. Das ist also das Gegenmittel. In einem riesigen Baum ist ein Brunnen. Ich sag mal, es ist ein Brunnen mit Heilmittel. Und davon habe ich mir jetzt was abgezapft. Und wollen wir mal gucken, dass wir das schnell wie möglich dem Papa bringen. Und vielleicht auch dem Bruder. Vielleicht hilft ihm das auch gegen den Spinnenattacke. Gegen das Gift. Naja? Hanno. Naja. Zaliaba. Naja. 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 Oh, Leute, wenn ich jetzt mit allem gerechnet hätte.
Aber nicht damit, dass einer von den zwei hops geht. Das ist jetzt irgendwie sehr traurig. Ich habe eben gesagt, immer aufs Licht zu gehen, aber ich hatte das ja jetzt nicht ernst gemeint, Leute. Er hat seinen Bruder zwar nochmal als Geist, als Geist gesehen, wie er die Mutti am Anfang auch gesehen hat. Er hat ihn nochmal umarmt, aber das macht es natürlich auch nicht besser jetzt. Es hat ein riesen Loch gegraben und ich muss ihn jetzt schön da auch noch reinkernen. Oh Mann. Das ist wirklich schade. Das ist ein auf stimmungsgebautes Spiel, aber das muss natürlich. Das ist natürlich so ein Wagnis hier. Den einfach sterben zu lassen. Muss ich noch zuschütten. Meine Frage ist, muss ich den jetzt gleich nur noch eine Seite des Controllers bedienen oder steuere ich den jetzt mit beiden Seiten? Und wieso ist der Bruder hops? Wegen dem Spinnenmädchen, weil er eben ja. Die war eben giftig. Es ist so, wie es ist. Aber wer konnte das schon ahnen? Hätten wir die doch nie gerettet. Muss da einen Grund gehabt haben, warum die dir opfern. Oder warum die dir ja festgebunden haben. Jetzt wissen wir den Grund. Und hätte man den Grund vorher gewusst, dann wäre der Bruder noch am Leben. Aber jetzt wollen wir mal gucken, dass wir wenigstens das Gegenmittel zum Papa bringen. Und der wenigstens überlebt. So Leute, hier machen wir das nächste Mal weiter. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal verkraften. Der Bruder ist hops gegangen und jetzt ist Eulenklaus wieder da, wo wir gedacht haben, der wäre hops. Und hier kommt er wieder. Der Bruder ist von uns gegangen. Die Eule ist wieder da. Das müssen wir dann erstmal alles verinnerlichen. Mal gucken, wie es weitergeht, ob wir jetzt nur noch den einen steuern mit einer Seite des Controllers oder mit beiden Seiten benutzen, ob wir endlich, ob wir noch rechtzeitig kommen, dass der Papa wenigstens überlebt. Dass, ob wir überhaupt noch genug Heilmittel in der Flasche haben, weil wir haben ja fast alles am Bruder verbraucht. Der hat aber nichts mehr genützt. Der ist jetzt von uns gegangen und ich würde sagen, ich gehe jetzt auch von euch für diese Folge. Macht's gut! Und trauert nicht so viel, es geht weiter, seid gespannt auf das Ende, das jetzt wahrscheinlich irgendwann nähert, würde ich mal sagen, weil wir haben das Gegenmittel und ein Fluggerät, da kann es dann der Weg nicht mehr weit sein, der Bruder, ja, ihr wisst alle, was passiert ist. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, tschüss.